Ja, vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollath, jetzt könnten wir noch einmal fragen, wo der zuständige Senator Chaya ist. Aber wir lassen es. Das heißt, er kommt. Auch schön. Ich fange jetzt mal an. Frau Kollath, schön, dass Sie da sind. Ihr neuestes Projekt ist jetzt, den geflüchteten Menschen, die nun einen erleichterten Zugang zu Erwerbsarbeit und Ausbildung haben, auch in Berlin, diese Menschen zu unterstützen. Da haben Sie vor zwei Tagen entsprechende Vorschläge gemacht. Wir hatten vor einigen Wochen einen Antrag eingereicht zu dem Thema, weil wir schlicht und ergreifend den Eindruck hatten, der Senat sagt uns nicht, was er machen möchte und hat auch gar keinen Plan. Das hat sich jetzt geändert. Es war immer die Sprache von zwei Modellprojekten. Einmal Arrivo mit 20 Teilnehmenden. Das zweite Modellprojekt war Early Intervention mit 200 Teilnehmenden, von denen 20 denn einen Deutschkurs haben. Wir reden aber insgesamt jetzt von 42.000 Menschen, die neu einen Zugang zum Berliner Arbeitsmarkt haben. Das sind die Zahlen der Bundesagentur. Und ausgehend von diesen Zahlen sollten wir uns denn mal angucken, was Sie, Frau Senatorin, und der Senat vorgeschlagen haben. Wir glauben nämlich nicht, dass das ausreicht. Gemeinsam ist, das muss man ja auch mal sagen, was sind unsere Gemeinsamkeiten? Gemeinsam ist, dass wir sagen, bei dem Zugang von Erwerbsarbeit und Ausbildung ist der Spracherwerb ein zentraler Punkt. So, da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Jetzt will der Senat das Angebot der Deutschkurse erhöhen. In der Presse war zu lesen, bisher konnten 800 Menschen an den Deutschkursen, die vom Land Berlin angeboten werden, teilnehmen. Das wären dann 1600 Deutschkurse. Wir wissen, es gibt auch von dem BAMF Integrationskurse. Also es sind insgesamt mehr. Aber die spannende Frage bei den Deutschkursen ist, was Sie jetzt planen, führt das dazu, dass diese Deutschkurse den bestehenden Bedarf decken? Heißt, können alle Menschen, die hierher kommen, einen entsprechenden Deutschkurs besuchen? Und hinzu kommt, wir brauchen unbedingt auch berufsbezogene Sprachkurse, weil auch das ist nötig, damit die Menschen einen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Und an diesem Punkt ist es, wie auch an anderen Punkten, ganz wichtig, dass es hier eine Abstimmung gibt mit der Regionaldirektion, den Arbeitsagenturen und den Jobcentern, weil die hier natürlich auch eine Verantwortung tragen. Sie, Frau Senatorin, möchten auch eine frühzeitige Erstinformation und schlagen dafür 12 Bildungsberaterinnen und 12 Bildungsberater vor, die schrittweise eingestellt werden. Ehrlich gesagt ist mir ein Rätsel, wie 12 Leute diese Aufgabe stemmen sollen. Weil die Flüchtlinge haben aufgrund ihrer Qualifikation, aufgrund ihres Aufenthaltsstatus völlig unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen zum Arbeitsmarkt und brauchen deshalb eine detaillierte und umfassende Beratung. Wir glauben, 12 Bildungsberaterinnen und Berater wird nicht ausreichen. Wir sagen auch, wir möchten gerne, dass Kompetenzen in dieser Stadt gebündelt werden und dass entsprechende Beratungen durchgeführt von unterschiedlichen auch Akteuren, die Erfahrungen haben, aber auch von der Regionaldirektion in den Gemeinschaftsunterkünften durchgeführt werden. Das kann man auch noch ergänzend machen. Da müssen wir uns im Ausschuss drüber verständigen. Aber möglichst viele Menschen, wenn man die erreichen will, dann geht man in die Gemeinschaftsunterkünfte. Deshalb unser Vorschlag, dort eine Erstberatung machen und die Menschen entsprechend weitervermitteln, dass ihnen geholfen wird. Wir haben auch noch einen Punkt, also wir haben ganz viele verschiedene Punkte, aber noch ein zentral wichtiger Punkt, den Sie auch nicht angesprochen haben, aber möglicherweise ja bedacht haben. Flüchtlinge sind ganz stark bedroht von sittenwidriger Entlohnung und ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen. Deshalb finden wir, dass auch hier entsprechende Beratung und Information stattfinden muss,
und eine Unterstützung, wenn die Flüchtlinge ihre Rechte einklagen. Auch dafür haben wir die Kompetenz und Projekte in dieser Stadt, die tatsächlich aber alle nicht ausreichend ausgestattet sind. Deshalb bitten wir Sie an dieser Stelle, nicht nur möglichst schnell über Ihre und unsere Ideen im Ausschuss zu diskutieren, sondern darüber hinaus auch Ihr Konzept nicht erst im September vorzulegen, sondern im Juni, bevor wir in die Haushaltsberatung gehen, weil auch Ihr Konzept wird nicht finanzneutral umzusetzen sein. Wir brauchen dafür Gelder und deshalb müssen wir das auch in den Haushaltsberatungen schaffen, diskutieren. Vielleicht schaffen Sie es im Juni vor der Sommerpause, Ihr Konzept vorzulegen. Dann haben wir alle genug Zeit, darüber uns zu verständigen. Dankeschön. Vielen Dank.